Nürnberg gegen München. Erstmal wird Konstantin Braun geehrt für sein 800. Spiel. Und dann Oscar Stoer, der Sohn von Ryan Stoer. Puckitz rein in die Partie. Nürnberg in den roten Trikots, München in den weißen. Im ersten Drittel die erste dicke Möglichkeit für die Nürnberger. Starker Save von Daniel Alavena, der den Vorzug erhalten hat vor Matthias Niederberg. Nürnberg sehr druckvoll in dieser Anfangsphase. 1:0 Daniel Schmölz. Da sind exakt 14:00 gespielt. Ein trockener Schuss auf die Fanghandseite von Alavena. Durchaus verdiente Führung für Nürnberg. Nächste Top-Chance hinterher, Dennis Lobach. Und wie dick die war, sehen wir hier. Er löffelt die Scheibe drüber. München nicht so wahnsinnig gefährlich im ersten Drittel. Bis hierhin Schuss, Parks, Nachschuss, Daubner, noch ein Nachschuss von McKiernan. Aber Nürnberg stemmt sich mit einem überragenden Niklas Treutle gegen den Ausgleich. Im feinen Zwirn, Tom Rowe sieht eine starke Vorstellung seiner Mannschaft. Im zweiten Drittel dann München aber deutlich besser. Patrick Hager, der doppelte Pfosten. Nürnberg in dieser Szene im Glück, allerdings im Spiel zuvor gegen Mannheim selbst 6-mal Pfosten oder Latte getroffen. Das Glück also durchaus verdient. Und weiter die Münchner mit McKiernan, dem Schuss von Daubner. Und da fehlt wirklich nicht viel, weil Eisenschmied mit dem Schlittschuh in der Mitte noch abfällt. Und weiter die Münchner im Vorwärtsgang. Das ist Les Lancaster. Und da kommt der Sousa, wunderbar freigespielt von Patrick Hager. Ein Riesensave von Niklas Treutle. Toni Söder und seine Mannschaft immer stärker. Rein ins dritte Drittel und da aufgepasst. Nürnberg hat die Scheibe sicher. Dengste, Riesenfehler. Veit Oswald sagt Danke und schiebt ein zum 1:1. Weiter München. Nächste dicke Möglichkeit. Trevor Parks hat die erste Führung auf dem Schläger. Wieder ist es Treutle. Eine starke Parade nach der anderen. Dann Nürnberg in langer Überzahl. Ja, und es zieht sich weiter hindurch. Wieder ist es die Latte, die Nürnberg im Weg steht. Die letzten Sekunden. Evan Barrett zum 2:1. Wieder ein trockener Schuss auf die Fanghandseite von Alavena. Der sieht da nicht gut positioniert aus. Die letzten Sekunden. München hat noch mal die Chance mit Jonathan Plum, vergibt aber die Stimmen zum Spiel. Ja, ich glaube, vielleicht Special Teams im Powerplay hätten wir vielleicht eine Chance nutzen müssen. Waren genug Chancen da. Unterzahl war wieder sehr stark. Ich glaube, erstes Drittel war Nürnberg am Drücker. Sind sehr viel und sehr gut Schlittschuh gelaufen. Und dann glaube ich aber spätestens ab dem zweiten Drittel haben wir uns unzählige Chancen eigentlich rausgespielt. Und ja, Komplimente an Turtle, der hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Tut natürlich ein sehr gutes Weltklassegefühl. Das dann von hinten zu sehen, wie dann der Barry da kurz vor Schluss so ein wichtiges Tor schießt. Und die Stimmung in der Arena, unglaublich. Kleiner Rückschlag für München im Kampf um Platz 4. Nürnberg macht einen riesigen Schritt in Richtung Playoffs. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.